Willkommen zusammen zu einem weiteren LS25 News Video. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Das ist auch eine neue Besonderheit, ein neues Feature, was bestimmt mit der Botenverformung zusammenhängt. Schaut euch das mal an. Wir haben hier den Pflug, ja, der pflügt hier ganz normal. Und hier drüben, da ist hier oben das Feld, ja. Und dann ist hier eine Kante. Wir haben hier unten so einen leeren Bereich. Und dann geht es hier wieder rum, weil tatsächlich ist es ja so, dieses Schar hier reißt hier eine Lücke und wirft das Ganze dann hier rüber. Das nächste Schar reißt dann quasi das, was hier lag, weg und wirft es eins rüber. Das Einzige, was noch nicht ganz passt, ist, wir haben hier einen 5-Schar-Pflug und eigentlich legt er jetzt hier nur 3 Bahnen ab. Also da müssen sie noch ein bisschen was machen. Wahrscheinlich müssen die hier einfach ein bisschen von der Breite her gestaucht werden. Aber ist auf alle Fälle ein cooles neues Feature und ich habe dazu auch direkt mal einen Vergleich aus der Realität für euch. Und zwar hier 2 Bilder, da sieht man es nämlich richtig gut. Man sieht hier vorne so die Furche und da fährt man mit dem Traktor drin, wenn man dann die nächste Bahn fährt. Und dann sieht man hier den Pflug, genau, der macht hier 2 Häufchen, die er umlegt. Und hier ist dann die neue Furche. Und durch das, dass man die Furche hat und hier wunderbar in der Furche fahren kann, ist es immer so, dass man einen perfekten Abstand hat zu dem schon gepflügten Teil. Hier habe ich nochmal ein anderes Bild, ein bisschen größer. Ich hoffe, es wird nicht zu unscharf. Ja, das sieht man das auch. Der fährt hier vorne in der letzten Furche und hier macht er mit seinem 5-Schar-Pflug das Ganze hier wieder, wo umgeworfen wird, und hier ist dann entsprechend die neue Furche. Die ist natürlich nicht immer, also man sieht es, hier ist er nicht ganz so clean, weil hier ein bisschen was zurückgefallen ist. Hier ist es sehr clean, das kommt immer wirklich auf den Boden drauf an. Aber wie wir hier sehen können, hat Giants nun ein Bild veröffentlicht, wo man sehen kann, dass das Ganze wirklich in LS25 reinkommt. Also ich feiere das mega, das ist wieder ein Stückchen mehr Richtung Realismus, aber optischen Realismus, aber gleichzeitig auch physikalischen Realismus, denn, ja, ihr habt es gesehen, wenn man jetzt quer da drüber fährt, gibt es ja quasi dann die Furchen von den Traktorreifen, also die Botenverformung, die wir jetzt auch hier haben. Das heißt, wenn ihr hier durchfahrt, dann wird erstmal das Fahrzeug durchgeschüttelt und wir könnten es tatsächlich auch nutzen, um mit dem Traktorrad genau in der Furche zu fahren. Da lenkt der Traktor dann eigentlich so gut wie alleine. Also ich freue mich mega auf das Feature. Schreibt mal gern eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.